wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir starten mal wieder gemeinsam in eine neue Handelswoche. Natürlich ist auch Thomas Bergmann dabei. Hi Thomas, schönen guten Morgen. Schön, dass wir uns auch mal wiedersehen. Ja, aber die Vorgaben, die haben nicht sehr viel Grund zur Freude bereitgestellt. Und in der Tat hat der DAX auch nicht viel draus gemacht, beziehungsweise genau das, was die Vorgaben ihm vorgeschlagen haben, nämlich sich nach unten zu verabschieden. Und das macht er jetzt auch von Minute zu Minute eindrücklicher. Ja, Handelsstreit, das große Thema. Mal genau. Wieder. Genau. Es gibt Hoffnung auf eine Softlösung oder eine Vorablösung. Aber insgesamt ist der Ton wieder ein bisschen ruppiger geworden. Wir sehen es, 130 Punkte sind wir jetzt gerade im Minus. Der Stopp unseres Optionsscheins ist zwar noch nicht erreicht, aber klar, wir bewegen uns weiterhin in einer engen Handelsrange. Das ist das Positive. Aber andererseits ist das natürlich kein guter Wochenstart, den wir uns da gerade anschauen müssen. Ja, hoffen wir mal, dass die 12.3 so hält. Ja, vor allem, wenn das jetzt diese neuerliche Verschärfung, sagen wir mal, wieder der Anfang von einer neuen Eskalationsspirale ist, dann, wir wissen ja, was dann mit dem DAX dann passiert, also könnte es schon etwas ungemütlicher werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Stimmungsschwankungen auch jederzeit nach oben ausschlagen können. Brexit ist noch so ein Thema, wo man einfach auch noch nicht weiß, wie es da weitergeht. Die Wirtschaft warnt ja vor einem ungeregelten Brexit, der wäre eine Katastrophe. Letztens mal ein Gespräch mitgehört von einem Firmenmitarbeiter, was das für deren Firma bedeuten würde. Also das ist wirklich krass, was da auf die Wirtschaft zukommen kann, wenn da auf einmal Großbritannien kein EU-Land mehr ist, sondern quasi ein Drittstaat dann, mehr oder weniger. Ja. Und wenn es da keine Regelungen gibt, dann da hat man erstmal einen Einblick bekommen, was da alles dranhängt und was da passieren kann und was das für Folgen für die Wirtschaft hat. Stelle ich mir nicht so einfach vor. Charttechnisch, wie gesagt, 12.3 auf der Unterseite, 12.5 auf der Oberseite. Jetzt sind wir nur noch 40 Punkte weg. Sollten wir da rausgehen, dann wird auch der Stopp wahrscheinlich vom Optionsschein getriggert. Ja, muss man jetzt mal die nächsten Stunden sehen. Genau, der Optionsschein ist ja noch nach wie vor im Markt natürlich. Wir können ja hier mal kurz einen Blick drauf werfen. Also die 17.06, die passen natürlich jetzt nicht mehr aufgrund der jüngsten schnellen Verschärfung des Abwärtstrends, den wir da gerade gesehen haben. 16 Euro ist der Stopp, wären aber immerhin noch 30%, die wir da eincashen würden. Dann lass uns aber trotzdem, weil Montag ist und das lange, nicht lange, aber das Wochenende hinter uns liegt, nochmal kurz die wichtigen übergeordneten Chartmarken wiederholen, worauf es jetzt ankommt. Du hast ja gerade schon die enge Seitwärtsrange angesprochen, aber so das übergeordnete Bild. Aber wir kriegen es eh nicht mehr gezeigt, von daher. Verschieben wir es auf morgen. Morgen. Heute wird es auf jeden Fall ein wackeliger Handelstag. Morgen ist das Produkt eventuell nicht mehr dabei, aber wir lassen es jetzt mal auf uns zukommen. Ich sage danke für den Moment, Thomas. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauer, trotz allem einen erfolgreichen Handelstag.